Leute, kein Shader mehr. Guckt mal, wie smooth es läuft. Ist das nicht voll genial? Aber auch ein bisschen hässlicher. Bumm! 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 Darf ich den behalten? Eher nicht. Ja. Hi Leute, schön, dass ihr alle da seid und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit mir, dem kronetragenden Hufflepuff Dougie LP mit den grünen Augen und der Riesennase. Und ich mag Koalas, Leute. Koalas sind unglaublich süß. Habt ihr schon mal einen Koala im Real Life gesehen? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Wenn ihr allerdings lügt, dann wird euch heute Nacht ein bösartiger Monster-Koala beim Schlafen auflauern und euch umbringen. Ja, wirklich. Glaubt ihr nicht? Solltet ihr aber. Ja, wir sind hier immer noch im Gang von letzter Folge. Wir haben ja hier, ne, das Ganze ein bisschen weiter bearbeitet. Wir haben hier eine Spoilerschutzwand gezogen und hier alles ein bisschen nach hinten geschoben, damit der Gang einfach ein bisschen größer wird. Und natürlich auch, weil, ja, wir hatten ja zuletzt das hier bearbeitet und dann musste das natürlich angepasst werden an den restlichen Bereich. Ich hatte allerdings am Ende der letzten Folge, das habe ich nicht kommentiert, aber ich habe gemerkt, dass da der Raum von Fluffy ein bisschen sehr auf diese Seite übergreift. Das heißt, wir können hier nicht einfach alles rausnehmen, was ich eigentlich vorhatte. Und dementsprechend müssen wir uns da jetzt Gedanken machen. Aber im Gedanken machen bin ich mir halt, oder bin ich generell einfach nicht der Allerbeste tatsächlich. Wem wundert's? Und ja, deswegen müssen wir uns jetzt hier mal irgendwie was überlegen, wie wir das am besten machen. Beziehungsweise, ich glaube, ich würde jetzt erstmal anfangen, indem wir, ja, genau, diese Schicht abbauen. Also eine Schicht können wir wohl nach oben. Ich guck mal, ob das auch weiterhin möglich ist. Ja. Ja. Weil dann können wir natürlich das zumindest ein bisschen erhöhen. Dann wird er... Warte. Oh, nee. Oh, nee. Warte, was ist da denn jetzt los? Ich muss mal eben kurz in Fluffys Raum, Leute. Wir müssen uns das mal gerade ganz kurz anschauen. Weil, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier wieder ein paar Dinge verchecke. Ach so. Ach, och Gottchen, ist das... Ach, okay. Ja, dann muss ich doch nochmal ein bisschen improvisieren. Leute, das ist heute mal wieder eine absolute... Ja, ich weiß, wenn ich jetzt Testfolge sage, verprügelt ihr mich, oder? Eine... Pilotfolge? Hihi. Bitte hasst mich nicht. So, dann machen wir hier nochmal ein bisschen was weg, weil der ganze Raum wird sich jetzt wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen nach innen verschieben. Da müssen wir den Shooting Star hier leider auch einmal entfernen und den Schlüssel für den Shooting Star natürlich auch. So. Und hier dieser Besen auch und der da auch. Das ist ein Mondputzer, alles klar. So, dann haben wir das ja auch einmal. So, Wunderbärchen. Oh, ich habe keinen Platz mehr. Es ist natürlich wieder optimal gelungen, Daniel. Die Herausforderung ist jetzt nämlich folgende. Wir machen jetzt hier die Wand ein bisschen breiter und ich muss ganz dringend mein Inventar ein bisschen verändern, Leute. Das geht ja gar nicht. Gehen wir nochmal eben zu Warp Cobble, aber das ist eine perfekte Gelegenheit, um direkt auf das heutige Thema einzugehen. Und, ja, also wäre es rein theoretisch, wenn ich nicht komplett verblödet wäre und nicht zwei Dinge auf einmal, oder wenn ich zwei Dinge auf einmal tun könnte, was ich aber nicht kann. Aber ich habe einen Zettel neben mir liegen, wo genau drauf steht, welches Thema dran ist. Vorlesen sollte ja gerade noch möglich sein, oder? Wartet. Hier, ne, ihr hört, Zettel. Ich habe mich kein bisschen verändert, Fragezeichen steht da drauf. Ach so, ja, genau. ich habe einen Kommentar vor ein paar Wochen, Tagen, Monaten, kommt drauf an, wann ihr die Folge schaut, bekommen von euch, logischerweise. Und in diesem Kommentar hat jemand, also es war jetzt kein Hate-Kommentar, also nicht falsch verstehen, in diesem Kommentar hat jemand gemeint, so, ey, yo, Daniel, du hast dich ja echt überhaupt nicht charakterlich verändert im Vergleich zu deinen alten Videos. Also der Dougie-LP von 2014, 15 ist ja quasi der Dougie-LP von heute. Und, ja, wie kann das sein? Und, ne, das wurde jetzt nicht irgendwie hinterfragt oder so, aber es wurde festgestellt halt, aber ohne eine Deutungshoheit einzunehmen. Ich mag solche Kommentare, weil ich mag es generell, wenn Leute ihre Vermutungen auch als Vermutungen deklarieren und nicht irgendwie eine Deutungshoheit übernehmen für Dinge, die sie nicht wissen oder nicht wissen können oder Zeitung kehre, ahoi. Aber das ist ein anderes Thema, Leute. Genau. Ja, umso mehr will ich aber heute mal darauf eingehen und ein bisschen erzählen und ja, mal so meine Sicht auf das ganze Thema erklären und auch, warum ich ja schon irgendwo den Kommentar und den Kommentarschreiber verstehen kann. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde,
Hä? Wie? Ich habe mich doch mega krass verändert oder so, sondern ich verstehe schon, was die Person meint damit. Ich denke nämlich, dass ich mich zwar schon verändert habe, in welchen Bereichen, das erzähle ich gleich oder, ne, erkläre ich gleich, aber, ich bin trotzdem von meinen Charakterzügen, von gewissen Eigenschaften meinerseits, bin ich nicht wirklich abgewichen. Was aber weniger mit einer fehlenden Entwicklung, sondern vielmehr damit zu tun hat, dass ich einfach als Mensch so bin. Und als Mensch, ja, dass das so meine Eigenschaften sind, die in dem Fall aber auch von mir völlig gewollt sind. Und ich muss jetzt, wie komme ich da jetzt rein ohne... Wartet mal, wir bauen uns, wir haben eine Tür dabei, wir bauen uns jetzt mal da hinten so einen kleinen provisorischen Eingang, wie wir es zuletzt auch bei den Kerkergängen gemacht haben. Da habe ich ja so eine Schleuse eingebaut. Wobei, hier müssen wir auch eine Schleuse einbauen, oder? Warte mal, wir machen das mal hier so weg. So, wunderbar. So, Tür hier rein, alles klar. Und dann, nehme ich mir die Wolle und, ja, was dann? Was dann, Daniel? Was dann, hä? Hä? Dann machen wir so und so. Ich glaube, dann kann man nicht hier so wirklich reingucken, oder? Wir testen mal. Ja, minimal. Das ist in Ordnung. Das sollte klar gehen. Genau. Also zum Beispiel so Eigenschaften meinerseits wie, dass ich eine sehr kindliche Art manchmal habe. Oder auch zum Beispiel, dass, ja, ich sag mal, meine Art von Humor jetzt vielleicht auch sich nicht wirklich verändert hat. Oder auch, ja, also von meiner Person her... Habe ich mich auch deswegen, also ich, das ist ein sehr schwieriges Thema. Also ihr wisst ja selber, dass ich ein ziemlicher Eigenbrötler bin, dass ich sehr introvertiert bin, dass mein Sozialleben sehr eingeschränkt ist. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass dadurch eine Charakterentwicklung nur so semi-doll zustande kommt. Einfach weil ich, ja, nicht so diese Möglichkeiten habe, mich da weiterzuentwickeln. Was jetzt total traurig und negativ klingt, aber ich eigentlich gar nicht traurig oder negativ meine. Weil ich bin sehr glücklich mit der Art und Weise, wie ich drauf bin. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich eben diese kindliche Art an mir habe. Ja, manche sehen das als nervig an, manche sehen das auch als, ja, ne, blöd an, so von wegen, oh mein Gott, ja, wie will der denn so im Leben weiterkommen? Aber man muss dann halt auch ganz klar differenzieren zwischen dem Daniel, der auf YouTube hier am Start ist, oder der Daniel im Privaten, und der Daniel, der dann halt natürlich auch irgendwo im Real Life mal am Start ist und dann natürlich auch unterscheiden kann zwischen, yo, das ist jetzt ein YouTube-Video und yo, hier ist jetzt irgendwie mal eine Stelle erreicht, wo ich ein bisschen, ne, gepflegter mich ausdrücken muss oder beziehungsweise auch, ne, ein bisschen erwachsener, sage ich jetzt einfach mal. Aber ich möchte mir nicht irgendwie selber Einschränkungen aufhalsen, nur weil ich älter werde oder nur weil ich irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Ne? Da gibt es ja verschiedene Gründe und teilweise, das habe ich auch schon ganz, ganz oft erzählt, das finde ich immer ganz, ganz schade, wenn Leute so im Alter von 15, 16, 17 das Gefühl bekommen, yo, oh, ich werde erwachsen, oh, ich bin schon 18, ich bin jetzt erwachsen und irgendwie muss ich mich jetzt auf Zwang erwachsen verhalten. Erwachsen sein ist nichts, was mit dem Alter zusammenhängt. Erwachsen sein ist auch nichts, was mit irgendwelchen kindlichen Eigenschaften oder mit irgendwelchen, ja, keine Ahnung, mit sowas generell irgendwie zusammenhängt, sondern Erwachsensein hängt einfach damit zusammen, dass, ja, man eine gewisse Entwicklung durchgemacht hat und natürlich auch irgendwann auf eigenen Beinen stehen muss. Dementsprechend, dass man, ne, erwachsene Entscheidungen treffen muss. Als Beispiel, oh, ich weiß nicht, was ist eine erwachsene Entscheidung? Will man eine eigene Familie gründen zum Beispiel oder so? Und da muss man natürlich auch ein gewisses Verantwortungsgefühl an den Tag legen, was natürlich auch wichtig ist in dem Fall. Und da gilt es dann natürlich, dass man differenzieren kann und dass man unterscheiden kann und ja, dass man da auch eine gewisse erwachsene Eigenart an den Tag legt, weil wenn man natürlich komplett kindisch unterwegs ist, dann ist das natürlich auch weird, wenn man dann selber Kinder hat und so. Also man kann da auch, ne, ich will jetzt nicht sagen, dass man es da nicht dürfte oder so, nur dass man da eben... Ja, dass man nicht zu naiv dann durch die Welt stolzieren sollte. Also ich zum Beispiel, ich für meinen Teil bin noch nicht so weit, dass ich irgendwie Kinder kriegen könnte oder wollen würde. Also rein biologisch gesehen könnte ich schon. Also weiß ich nicht, ich habe es noch nicht getestet, aber ja, ich fühle mich dazu nicht bereit. Ich bin einfach nicht reif, also doch reif genug schon. Es ist die Diskrepanz mal wieder. Also reif genug doch, ich würde sagen schon, dass ich reif genug bin, um Kinder zu haben, aber... Ich will mir diese Verantwortung nicht aufhalsen und weiß auch nicht, ob ich diese Verantwortung tragen kann.
Gut, manche definieren das als reif sein, aber ne, da kommt es auch auf die Definition selber an. Ich drifte hier gefühlt in jedes mögliche erdenkliche Thema ab, was mit diesem eigentlichen Hauptthema und der Frage zu tun hat. Und habe irgendwie das Gefühl, dass ich wieder nicht zu einem grünen oder ja, zu einem Punkt komme. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, doch, meiner Meinung nach habe ich mich sehr, sehr stark verändert. Also, ich glaube auch alle, die meine alten Videos so gesehen haben oder generell meine allerersten Videos auf YouTube, damit ist jetzt nicht unbedingt auch das erste Video auf Ducky LP gemeint, das war ja im Jahre 2014. Aber ich habe ja davor schon Videos gemacht, also mein Angelkanal, meine Angelkanäle, Plural. Also ich hatte ja mehrere. Und, ja, da glaube ich, wenn man diese Videos kennt, dann wird, glaube ich, keiner mehr behaupten, dass ich mich nicht weiterentwickelt hätte. Nur, ja, die kindliche Eigenart von mir und dieses, ne, für manche mag das Getue sein, es ist für mich kein Getue, es ist meine Art, wie ich gerne bin, wie ich drauf bin, wie ich halt menschlich bin. Und, ja, ich setze mir nicht irgendwie einen Zwangshalsband an, so von wegen, oh mein Gott, ich bin 26 Jahre alt, ich muss mich jetzt irgendwie, ja, formell oder so, oder gepflegt benehmen oder so. Nein, das sind alles gesellschaftsbedingte, ja, Muster und Bilder, die von der Gesellschaft geprägt wurden, aber wo niemand einen zwingt, diese dann zu übernehmen. Gleichzeitig muss man aber den Ernst des Lebens natürlich im Hinterkopf behalten. Solange man das tut, kann man, finde ich, alles ausleben und sein, was man möchte. Solange natürlich legal, aber das ist dann wieder, ne, Disclaimer, ahoi, das ist wieder ein anderes Thema. Ich komme gleich nochmal auf das Thema, aber ich muss jetzt mal gerade überlegen, denn ihr seht schon, glaube ich, was mein Struggle gerade ist. Ja, die Decke, Mann, ich will das hier eigentlich komplett wegklatschen, aber ich kann nicht. Also ich kann schon, also, ja, nee, kann ihn, ach Gottchen, ich kann das auch nicht bis, okay, wir müssen uns was überlegen. Ich glaube, wir gehen mal, upsala, ich glaube, wir gehen mal in Fluffys Raum und, ja, müssen mal von da oben aus arbeiten, weil da macht es das Ganze, glaube ich, ein bisschen einfacher und diese Spinnenweben hätte ich echt später bauen sollen. Spinnenweben, hört auf zu wirken, dankeschön. So, dann einmal hier durch und ja, das hier sind die beiden, ja, nervigen Stellen. Ich glaube, es wäre echt mal ein Lerneffekt, wenn ich in Zukunft hergehen würde, die Böden ein bisschen dicker mache oder so, dass sowas nicht zum Problem wird. Aber diese beiden Stellen hier, das ist jetzt tatsächlich ein bisschen nervig. Wie gehen wir das jetzt an, Leute? Wie gehen wir das jetzt an? Ja, ich mache mal eine kleine Markierung hier rein. So, da haben wir jetzt da unten eine Markierung gesetzt. Dann wissen wir zumindest, wo wir ansetzen können, die Decke rauszunehmen. Weil hier hinter befindet sich dieser leere Raum hier. Hier können wir eh lustig drauf losbauen, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Das können wir theoretisch schon von hier oben machen. Aber Fluffys Raum kommt uns halt in die Quere. Naja, wir machen jetzt erstmal so weit, wie wir können. Und werden uns dann nochmal Gedanken machen. Ich denke mal, man kann das Leiche auch irgendwie mit irgendeiner Baustruktur verdecken oder kaschieren. Ich glaube, mehr als kaschieren können wir da wirklich nicht. Ja, klar, man könnte alles abreißen und neu bauen, ich weiß, aber das ist natürlich... Das ist ungefähr so, wie wenn man bei einem Skriptvideo von mir zu Harry Potter sagen würde, ja, die Antwort ist, weil Zauberei. Punkt. Das ist ungefähr das Gleiche. Also, man kann zu allem sagen, jo, wir reißen es komplett ab und bauen es neu und dann klappt das wahrscheinlich irgendwie irgendwo. Aber man kann auch jedes Skriptvideo aus Harry Potter mit Zauberei argumentieren und dann ist das Video zu Ende und dann macht es halt trotzdem keinen Spaß. Also von daher, nein, abreißen ist jetzt keine Alternative. Wir müssen uns überlegen, wie wir das mit den Gegebenheiten hinkriegen, die wir haben. Genau. So, und hier, ja gut, hier müssen wir uns auch was überlegen. Das hier ist ja ein Geheimgang, der ist aktuell noch zu. Aber, ja, das sind auch nochmal Gedanken, die wir uns machen müssen. Oder der Geheimgang führt halt dann doch woanders hin oder er führt... Ja, oder wir nehmen den halt raus. Also das ist ja jetzt kein mega wichtiger Geheimgang. Den habe ich ja damals einfach nur so auf Teufel komm raus reingeklatscht. Wie ich viele Dinge in Hogwarts einfach auf Teufel komm raus reingeklatscht habe. Können wir hier hinterbuddeln? Wartet mal, gucken wir mal eben durch. Hallo? Oh, nee. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn wir da durchbuddeln. So, nochmal eben zumachen, alles klar. Boah, das wird hier gerade eine ganz schön große Baustelle, merkt ihr das? Ja, natürlich merkt ihr das, ihr schaut ja zu. Mann, Daniel, hör doch auf, so dumme Fragen zu stellen, ey. Können wir das hier wegnehmen? Hallo? Ja, theoretisch, praktisch, schon. Eigentlich, wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht. Genau, dann das hier nochmal.
Und das hier, was ist das? Oh, das ist manchmal immer so spannend. Ich liebe das, Leute. Ich liebe es, durch, ja, mich durch Hogwarts zu graben und zu merken, yo. Oh, da ist ein Raum, der... ja, da können wir uns nicht... Oder warte mal, vielleicht können wir das auch irgendwie kaschieren. Es ist aber wieder die Gefahr, dass... Warte, ich mach mal schnell die Tür zu. Ah, schnell. Tür zu. So, wunderbar. Genau, hier dieser... Aber ganz im Ernst, Leute. Wenn ich jetzt fragen würde, soll dieser Klassenraum bleiben? Ist der schön? Würden alle Nein sagen. Ich weiß das. Ich kenne euch hier mittlerweile. Ich kenne euch mittlerweile, Leute. Vor allem, weil das hier Deko-Bench-Tische sind und ihr hasst Deko-Bench-Tische. Ich weiß das alles, Leute. Also ich glaube, ich habe euren Segen, dass ich das hier abreiße. Also bilde ich mir jetzt einfach mal ein, ganz kackendreist. Aber ganz wissen tue ich es jetzt auch nicht. Hilfe. Wisst ihr was, Leute? Wir machen es wie folgt. Wir werden das jetzt hier erstmal... Wir machen den Raum jetzt erstmal zu. So, das heißt, wir nehmen uns jetzt hier nochmal... Oh, ich muss... Warte, wir gehen nochmal kurz in den Game Mode 1. Ich will eben hier gelbe Wolle davor setzen, damit da keiner durchlucken kann. So, Baustelle ist jetzt hier nämlich auch am Start. Und ich bin auch gerade ganz, ganz ehrlich am Überlegen, den ganzen Raum hier einfach komplett rauszureißen. Mit Gewalt. Ist hier drüber was? Oh, 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 oh ja, das ist der Haken, wenn man in den Game Mode geht. So, ja, da oben ist auf jeden Fall noch Luft, aber... Warte mal, wir müssen mal eben... Hui, aua. Ach, lol, hier sind wir. Ja, da kann ich ja das Loch erstmal lassen, da kommt keiner rein zumindest. Weird. Und hier haben wir... Ja, das ist der Seitenturm, falls ihr gerade wisst, was ich meine. Aber hier müssen wir die Turmkulisse ja sowieso... Also hier, ne, der Rahmen des Turms muss ja eh nicht bleiben. Den könnten wir auch komplett rausnehmen. Das ist ja alles hier Indoor. Das ist alles Platz, Leute. Alles Platz. Wir haben den Turm ja damals nur so gebaut, weil es einfacher war, den erstmal, ne, von Grund auf so normal hochzuziehen, anstatt es direkt an die Gebäude anzupassen. Also so ist er ja jetzt leichter, weil wir einfach die Wände rausreißen müssen. Aber wir müssen sie nicht übernehmen. Wir müssen diesen Rundbogen hier in der Wand nicht übernehmen. Und das bietet uns natürlich viele, viele Möglichkeiten. So, gut, 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 gut. Also, ich bin am Überlegen, wie ihr eventuell merkt. Das äußert sich nämlich immer darin, dass ich irgendwas erzähle, was aber eigentlich überhaupt keinen Sinn hat. Und einfach irgendwas sage, damit ich was gesagt habe, weil ich YouTuber bin und weil sonst die Musik im Hintergrund erkannt wird und das Video geklärt wird und ich dann kein Geld mehr verdiene mit dem Video. Lalalalalalalala. Ist halt Real Talk, aber so streng muss ich da jetzt auch nicht sein. So, gut, also wir haben den Gang jetzt hier ausgehoben, jetzt haben wir nur noch das Stück da, ne? Dieses ominöse kleine Stückchen hier, was wir leider nicht überarbeiten können, weil da drüber Fluffys unglaublich geiler Raum ist, der leider wirklich unglaublich geil ist, was natürlich jetzt nur so semi-gut ist, weil umso weniger will ich ihn halt abbauen. So, dann machen wir das hier mal wieder zu, würde ich sagen. Nochmal eben mit dem Elderstab und dem Animagus. So. Wie kann man denn diese Struktur irgendwie sinnvoll verkleiden? Wie macht das Sinn, dass hier das Ganze höher ist und da auch? Aber hier nicht. Wie kann man das sinnvoll erklären und wäre es nicht eventuell sogar etwas besser, wenn wir die Erklärung... Wobei... Oh, ich bin am Überlegen, Leute. Hilfe. Ich glaube, es wäre am allerbesten, wenn wir erstmal da hier, ne, die Wand auch auf der anderen Seite, wo die Nethersteine sind, mit Steinzwiegeln verkleiden. Weil das wird ja so oder so so bleiben. Was ist denn zum Beispiel auch hier... Und warte, wir setzen das auch nochmal einen davor, weil ich mag es nicht, dass man da das Wandprofil sieht. So. Bauen wir das hier einer vor. Ich meine, die eine Schicht macht den Braten jetzt auch nicht fett. So. Genau. Aber Leute, mich würde nochmal zum Thema selber interessieren. Wo würdet ihr denn... Oder würdet ihr generell sagen, dass ich mich nicht weiterentwickelt hätte? Oder würdet ihr sagen, ich habe mich schon weiterentwickelt? Oder könnt ihr auch definieren, wo ich mich weiterentwickelt hätte oder habe? Das würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren. Also ich finde immer, sich selber zu reflektieren, super spannend. Aber auch das Bild von außen, was man an die Leute weitergibt. Und ja, deswegen würde es mich sehr interessieren, wie ihr so dazu steht. Also ob ihr das auch genauso seht wie ich. Oder ob ihr vielleicht gar keine Entwicklung bei mir feststellt. Also der markanteste Punkt, das muss man, denke ich, auf jeden Fall sagen, ist der, ich bin wesentlich selbstbewusster geworden. Ich bin wesentlich besser im freien Sprechen geworden. Ich bin
Ich klinge akustisch wesentlich besser als in meinen allerersten Videos auf Dagi LP. Ich weiß nur, mein allererstes Video LBH. Hallo Leute, ich bin der Daniel und die müssen nur ihre Kindheit genießen. kann ich mir heute nur noch mit Fremdscham angucken, auch wenn ich es irgendwo knuffig finde, weil, naja, ne, jeder war mal nicht perfekt und ne, so geht das halt. Aber es ist schon ein bisschen cringe. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich mich verändert habe. Aber in meinem Wertekompass und in meiner Moralvorstellung, die ich niemanden aufhalse, wohlgemerkt, sondern das ist halt nur meine, da bin ich relativ standhaft geblieben. Und ja, verfolge da auch mein Muster, meine Vorstellungen, meinen Moralkompass. Und ich glaube, den habe ich sehr, sehr, ja, beibehalten, was jetzt nicht auf Engstirnigkeit oder Besessenheit darüber basiert, sondern einfach, weil ich da viel drüber nachdenke. Also für mich ist so ein Thema sehr, sehr spannend. Und ich denke ständig drüber nach, warum ich Dinge wie mache oder ne, warum ich was als richtig erachte oder warum ich etwas als falsch erachte. Und auch wenn ich mal irgendwie Kritik rausbringe, Gesellschaftskritik oder so, mache ich ja gerne mal auf Twitter, wenn ich da auch die Cancel Culture oder so, das ist ja auch ein häufiges Thema, was ich anspreche. Leider ist das heutzutage, also es ist ein bisschen blöd geworden, dieses Thema, weil das auch von Leuten genutzt wurde, die das leider sehr manipulativ nutzen, also auch Rechte oder so, die dann so mit Cancel Culture um die Ecke kommen oder auch hier Finn Kliman, der mit Cancel Culture um die Ecke kommt. Es gibt natürlich Leute, die das irgendwie nur nutzen, damit sie irgendwie ein Argument irgendwie haben oder so, aber ich persönlich finde schon, dass die Cancel Culture in gewissem Maße ein Problem darstellt, aber das wäre jetzt wieder ein eigenes Thema. Aber ja, es ist jetzt ein bisschen blöd, also, dass die Argumente von Kreisen übernommen werden, die sie eigentlich nicht übernehmen dürften und die deswegen diese Argumentation in ein sehr schlechtes Licht rücken. Ich glaube, man versteht, was ich damit meine, oder? Ja, das finde ich tatsächlich ein bisschen blöd. Ich habe es auch echt Käse gefunden, dass Finn Kliman mit der Cancel Culture um die Ecke kam, weil er hat absolut kein Recht, sich da irgendwie zu echauffieren, dass er in Kritik gerät oder das als Cancel Culture abzutun. Ja, es gibt da Leute, die ihn jetzt vielleicht canceln, aber es geht ja vor allem darum, was er sich da erlaubt hat und was bewiesenermaßen, was er sich da erlaubt hat. Und ja, also, dass da Leute ihn dann natürlich nicht mehr so toll finden, das ist natürlich verständlich so und ja. Aber anderes Thema. Ich rutsche schon wieder in alle möglichen Themenfelder ab. Liebe Grüße an Felix, der mir letztens kommentiert hat, yo Daniel, du verlierst sehr oft in LBH deinen roten Faden. Ja, das ist auch so. Deswegen mache ich ja so gerne Skriptvideos, weil ich dazu neige, meinen Faden sehr schnell zu verlieren und sehr schnell, sehr frei rumzuquatschen. Aber das ist halt LBH, ne? Also einen roten Faden kann man hier nicht erwarten. Leider nicht, Leute. Wenn ihr es tut, dann werdet ihr es nicht lange tun, glaube ich. Weil, ja, so ist das hier halt einfach nicht. Genau. Und ich hoffe einfach mal, dass das in Ordnung ist. Aber für mich gehört das dazu. Einfach dieses Freie drauf losquatschen, euch ein bisschen was zu erzählen, meine Gedanken mit euch zu teilen und ja, vielleicht auch manchmal nicht zum Punkt zu kommen, aber das ist meine Gedankenkirmes halt, ne? Gedankenkirmes trifft es sehr, sehr gut. So. Ja, Leute. Ich würde sagen, wir zählen nur mal eben gerade ab, wie das jetzt hier genau vom Aufbau ist. Nochmal eben mit dem Elderstab. Die gelbe Wollewand nervt gerade ein ganz kleines bisschen. Nur ich kann das nicht. Also ich könnte, klar, den ganzen Gang da einmal abschirmen. Aber das wäre für die Leute hier auf dem Server total blöd. Weil, naja, wie gesagt, ist der einzige gute Zugang zu dem anderen Gebäudekomplex. Und ich würde super viel Fläche wegnehmen, wenn ich das tun würde. Und deswegen versuche ich das so gut es geht zu umgehen. Aua, aua, aua. So, aber hier wird es jetzt tatsächlich ein bisschen schwer, weil warte, hier auf der Linie sind Treppenstufen, also hier hinter direkt, warte mal. Ich muss mal eben was probieren, Leute. Ich muss mal eben was probieren. Ach, da ist schon die Treppe. Ach, das ist, okay, dann ist gut. Warte, da ist schon eine Treppe. Und dann geht es so eine nach vorne, okay. Eine nach vorne, okay, okay. Damit ich natürlich hier die kaschiere, ne? Genau, alles klar. Das heißt, hier kommt jetzt erstmal eine Kobbelschicht drüber, die dann auch hier nach oben geht. Und ja, ich glaube, unseren Geheimgang, da können wir uns abschmieren. Also, liebe Leute, die hier gerade zuschauen, bitte verabschiedet euch einmal von diesem kleinen, aber feinen Geheimgang. Es werden neue kommen. Garantiert, das verspreche ich euch. Also nicht zu lange hinterher trauern. Vielleicht lassen wir den Geheimgang und er führt dann auch später einfach nur woanders hin. Aber hier leider, diese Tür muss jetzt offiziell... Warte mal, wir können ja auch direkt gucken, ne? Ich will ja nicht, dass ihr weint oder so. Wartet mal. Wartet mal, ich will nicht, dass ihr weint. Ich will nicht, dass ihr weint. Genau, hier kommt man nämlich durch, ne? Das ist der Geheimgang. Dann kommt man hier durch, kann hier durchhüpfen. Aber der Geheimgang könnte ja theoretisch auch hier lang führen. Irgendwie.
Tada. Hehe. Hallo Welt. Wo bin ich? Das machen wir später, Leute. Hihi, genau. Aber, ne, man hat's ja mal gesehen und Möglichkeit würde bestehen. Genau, also, oh Gott, jetzt werden die Leute sich später wundern, warum hier alles zugebaut ist. Naja. So, Elderstab nochmal. Die Zeit, oh ja, die Zeit. Muss ein bisschen die Zeit im Auge behalten. Wir werden nächste Folge, weiß ich noch nicht, ob wir hier dran weiterarbeiten werden. Weil ich habe auf meiner Liste noch andere Aufgaben stehen. Ich habe mir nämlich extra fürs Fortproduzieren sehr viele Gedanken gemacht bezüglich der Bauaufgaben und der Themen. Und, ja, möchte natürlich auch für Abwechslung bei den Bauaufgaben sorgen. Deswegen kann es sehr gut sein, dass wir nächste Folge nicht hier dran weiterarbeiten werden. Aber ich denke mal, diese Baustelle hier wird uns eh noch ein bisschen begleiten. Das wird noch ein bisschen Zeit beanspruchen. Finde ich aber auch nicht verkehrt. Also, mir macht das schon echt Spaß. Und dadurch, dass dieser Gang so unglaublich oft belaufen wird, ist es auch nur richtig, dass man hier viel Zeit investiert. So, ja, Treppen habe ich jetzt keine mehr. Finde es aber auch gerade ganz cool, dass das hier so ein bisschen kaschiert wird. So. Und dann müssen wir das hier nochmal eben zumachen. So. Genau, 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 genau. Und hier. So, wunderbar. Ja, das Ganze muss nach oben noch ein bisschen weitergeführt werden. Aber fürs Erste, denke ich, ist das schon mal ganz gut. Der Gang ist jetzt nicht so breit, wie ihr hier seht, sondern der ist hier hinter nur ein Stein und also noch zwei Steine. Also insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Steine breit ist der Gang. Finde ich cool, weil die neuen Kerkergänge, die wir ja mit Annie bauen, die sind auch 6 Steine breit. Vielleicht können wir 6 Steine breiter als so Standardbreite für die Hogwarts-Gänge irgendwie miteinander vereinbaren oder so. Fände ich ganz nice. Wenn ihr Ideen habt, wie wir das hier kaschieren können, also diese, ja, ne, diese Ausmuldung, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin, ja, so gewillt oder denke, dass wir das vielleicht so machen, dass wir hier noch so einen Bogen reinbauen und hier auch nochmal so einen leichten Bogen reinbauen. Das ist einfach so, ja, eine Struktur halt da. Ich kann es nicht beschreiben, Leute, aber ich habe so ein paar Gedanken, die ich da habe, die glaube ich, ganz gut wären. Aber ob sie auch wirklich gut sind, das müssen wir gemeinsam herausfinden. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass euch die heutige Folge Spaß gemacht hat. Wenn dem so ist, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Gerne auch ein Abo auf meinem Logo an der Seite. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge am Freitag um 14 Uhr. Ich freue mich sehr auf euch und wünsche euch bis dahin einen schönen Tag. Und bis dann. Ciao, Leute.